Hallo, wir waren ja jetzt soweit, dass wir hier mal so ein bisschen Klassen und Methoden bzw. Objekte definiert haben, so wie hier. Ich habe das hier mal übrig gelassen im Prinzip von unserem letzten Tutorial. Das heißt, wir haben eine Klasse Human, also Mensch, die haben wir dann initialisiert mit Name, Gewicht, Alter, Haarfarbe und haben das dann hier mit Self nochmal drunter geschrieben. Falls ihr jetzt neu dabei seid, am besten mal Pause drücken und mal abschreiben. Jetzt wollte ich mal zeigen, mit dem Vererben, was es da auf sich hat. Da wird eigentlich immer ein riesen Ding drum gemacht, aber eigentlich ist es eine relativ einfache Sache. Wir kennen also die Eigenschaften dieser Klasse Human zum Beispiel auf andere Klassen übertragen, das heißt vererben. In dem Fall ist dieses dann hier das Elternobjekt und das neue Objekt ist dann im Prinzip das Kindobjekt sozusagen. Das heißt also, die Eigenschaften, die wir hier drin haben, können wir relativ schnell in eine neue Eigenschaft übertragen. Das heißt, wir haben jetzt Eigenschaften eines Menschen, Name, Gewicht, Alter, Haarfarbe. Und man könnte ja genauso sagen, es gibt auch Tiere, die die gleichen Eigenschaften haben. Und dementsprechend wollen wir eine neue Klasse daraus bilden, also die Kindklasse vom Elternobjekt. Und die nennen wir dann zum Beispiel mal Animal oder Animals. Im Prinzip fängt man da ganz normal auch wieder an. Wir bilden die Klasse Animals und schreiben dann in Klammern das vererbende, die vererbende Klasse. In dem Fall ist es eben Human, weil wir die Klasse Human, wie gesagt, übertragen wollen, also die Eigenschaften. Und wir schreiben das in die Klammer rein und schon kommt uns auch in dem Sinne der Vorschlag ganz einfach. Jetzt machen wir einen Doppelpunkt, drücken Enter und können jetzt im Prinzip die erste Zeile hier komplett so übernehmen. Um das auch wieder zu initialisieren, weil wir ja in dieser Klasse wieder genauso die gleichen Eigenschaften haben. Das heißt, es kommt in dem Sinne nur dieses in der Klammer hinzu. Also wo bekommt die neue Klasse das vererbte Erbgut her, sozusagen aus der Human-Klasse? Und dann definieren, also initialisieren wir nochmal die ganzen Eigenschaften in dieser Klammer einfach nur. Danach geht es dann hier unten drunter weiter mit einem Befehl und zwar nennt er sich Super. Das heißt, darüber steuern wir jetzt im Prinzip, dass wir die Verbindung herstellen. Das heißt also, wir übernehmen jetzt die kompletten Werte. Hier können wir uns auch wieder diese Zeile im Prinzip kopieren. Machen aber das Self hier vorne natürlich weg. Und jetzt im Prinzip haben wir das in dem Sinne alles schon übertragen und können dann schon anfangen, das mal aus Testzwecken aufzurufen. Das heißt also, wir können jetzt hier weiter runtergehen. Wichtig ist natürlich hier die Einrückung. Das heißt, das Super muss im Prinzip noch einmal eingerückt werden, sonst könnte es sein, dass es in dem Sinne Probleme gibt. Wir können uns jetzt also für die Tierklasse oder für unser Tier, was wir jetzt ausgeben lassen, einen Namen ausdenken. Da können wir zum Beispiel sagen, Morle zum Beispiel, das ist mein Tier, ist gleich Animals. Das heißt also, Morle ist ein Tier der Klasse Animals. Und jetzt können wir hier ganz normal, wie wir hier sehen, Name, Gewicht, Alter, Haarfarbe hinzufügen. Da können wir hier zum Beispiel, wie gesagt, in Anführungsstrichen schreiben, Mole, Komma, Gewicht, Anführungsstrichen zum Beispiel 3 Kilogramm, Komma, Alter, machen wir einfach mal 4 zum Beispiel, Komma und Haarfarbe in Anführungsstrichen getigert. So. Und jetzt können wir uns das ganz normal wieder ausgeben lassen mit Print unten drunter, das heißt mit Print. Und jetzt sehen wir ja im Prinzip in den Eigenschaften hier schon, was dort wieder reinkommt. Und wir machen die Klammer auf, schreiben hier jetzt Morle hin, Punkt. Und jetzt können wir uns einen Wert im Prinzip ausgeben lassen, zum Beispiel das Gewicht. Und das schreiben wir dann ganz einfach dahinter. Und wenn wir jetzt keinen Fehler gemacht haben mit den Anführungsstrichen oder mit irgendetwas, dann müsste es in dem Sinne jetzt soweit schon funktionieren. Genau, und das klappt sogar. Das heißt, wir haben uns die 3 Kilo ausgeben lassen. Also als Test im Prinzip. Das Print ist ja für uns immer nur ein Test, ob wir die Eigenschaft übertragen haben.
Wir haben uns also nochmal kurz zusammengefasst aus dieser Klasse, die jetzt die Elternklasse sozusagen ist, die wir ganz normal definiert haben, weil was wir jetzt schon in mehreren Videos gemacht haben, eine neue Klasse gegründet namens Animals, weil wir gesagt haben, Tiere haben ja teilweise die gleichen Eigenschaften wie Menschen. Das heißt, wir haben gesagt, in der Klammer aus der Klasse Human übernehmen wir die Eigenschaften, haben die hier einfach nochmal kopiert hingeschrieben und durch dieses Super haben wir jetzt im Prinzip dann auch die Verbindung hergestellt, dass es dann wirklich heißt, wir nehmen die jetzt hier rein. Und dann haben wir im Prinzip schon hier einfach eine neue Klasse durchs Erben erstellt. Wir haben also die ganzen Eigenschaften in diese Klasse geerbt durch dieses Super. Und ja, hier durchs Aufrufen einfach nur das Objekt, also die Instanz gegründet, Morle, ist jetzt im Prinzip eine Instanz, also ein Objekt dieser Klasse und haben hier dann die Eigenschaften einfach nur reingeschrieben und hier die Eigenschaften abgerufen aus Testgründen, ob diese dann auch tatsächlich zutreffen und wir sehen, soweit funktioniert das. Also im Prinzip kommt eigentlich nur das hier hinzu beim Vererben, so grundlagenmäßig und dann hat man im Prinzip ja, die Grundlage an und für sich schon verstanden. Dabei würde ich es mal belassen und probiert es am besten mal selber aus. Ja, und wenn ihr wollt, dann bis zum nächsten Video.